TV Allgäu Nachrichten am Freitag. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Vier-Augen-Gespräch. Kaufbeuren setzt hohe Erwartungen in den Besuch von Ministerpräsident Horst Seehofer. Arbeitgeber unter der Lupe. Aktion Great Place to Work geht in die zweite Runde. Und der Lauf seines Lebens, wie der Oberstdorfer Hans-Jörg Tauscher die Klapperschlange bezwang. 7 Jahre ist es jetzt her, dass ein bayerischer Ministerpräsident die Stadt Kaufbeuren besucht hat. Edmund Stoiber war 2007 zu Gast an der Wertach. Heute war es endlich soweit, dass mit Ministerpräsident Horst Seehofer wieder ein bayerisches Staatsoberhaupt nach Kaufbeuren gekommen ist. Lang ersehnt ist sein Besuch, denn Probleme gibt es in der Stadt genügend zu besprechen. Stichwort Bundeswehrabzug. Aber nicht in den Fliegerhorst ging es für den Landesvater, vielmehr wollte man den Wirtschaftsstandort Kaufbeuren anpreisen und so Pluspunkte sammeln. Es ist durchaus etwas Besonderes, dass Horst Seehofer heute nach Kaufbeuren gekommen ist. 7 Jahre ist es her, dass ein bayerischer Ministerpräsident die Stadt besucht hat. Damals, 2007, war es Edmund Stoiber. An Kaufbeuren selbst lag es wohl nicht. Das war zu lang. Der Oberbürgermeister hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich in allen umliegenden Gemeinden schon war oder fast allen und dass es deshalb höchste Zeit war. Das hat er mir schon letztes Jahr gesagt, dann kamen die Koalitionsverhandlungen und jetzt hat es geklappt, jetzt bin ich auch wirklich froh. Von seiner besten Seite wollte sich Kaufbeuren heute zeigen und so besuchte der Ministerpräsident den Innova-Park. Hier haben Firmen aus den verschiedensten Bereichen ihren Sitz. Bei Intertech werden Qualität und Sicherheit von Geräten geprüft, zum Beispiel auch die Speichertechnik im Rahmen der Elektromobilität. Zusätzlich wird im Innova-Park auch geforscht und entwickelt. Ja, mehr als beeindruckt, weil man dort sehen konnte, warum ist Bayern so gut. Das liegt ja nicht in erster Linie an der Politik, sondern an unserer Bevölkerung und insbesondere an kreativen Unternehmern. Für uns sind solche Unternehmen, wie sie dort arbeiten, Vorbilder und keine Feindbilder. Und die haben Riesenerfolg, die haben Ideen, die sind kreativ. Und das ist Bayern. Im Anschluss an den Rundgang konnten die ansässigen Unternehmer ihre Sorgen und Nöte loswerden. Vor allem der Ausbau der B12 war ihnen ein drängendes Anliegen. Seehofer bestätigte, dass im bayerischen Innenministerium schon an einer Lösung des Problems gearbeitet wird. Auch an anderen Stellen will der Ministerpräsident Kaufbeuren unterstützen. Ja, wir arbeiten gerade einen großen Plan aus. Das ist Aufgabe des bayerischen Finanzministers. Weil wir ja alle Regionen Bayerns gut entwickeln wollen und Kaufbeuren hat da eine besondere Herausforderung durch die Auflösung eines großen Bundeswehrstandortes. Deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass wir bei dieser Behördenverlagerung Kaufbeuren mit berücksichtigen und das werden wir tun. Und daneben gibt es ja eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, vom kommunalen Finanzausgleich bis zur Verbesserung, deutlichen Verbesserung der Verkehrssituation auf der B12. Dies alles gehört zusammen zur Entwicklung, zur blühenden Entwicklung einer Stadt. Im Foyer des Innova-Parks wartete die Faninitiative Pro Eisstadion Kaufbeuren. In Absprache mit dem ESVK überreichten sie Seehofer nicht nur ein persönliches Trikot, sondern auch einen offenen Brief. Das Thema: die ungleiche Förderung von Sportstätten in den verschiedenen Bundesländern. Prinzipiell haben wir ja bisher solche Stadien nicht gefördert, aber für Kaufbeuren schlägt insofern mein Herz, weil Kaufbeuren in meiner Kindheit einer der führenden Vereine Bayerns war. Also Fürsten und Kaufbeuren und Rissersee und Landshut, Bad Tölz, das waren schon heiße Schlachten. Und deshalb möchte ich da mit dem Oberbürgermeister mich mal zusammensetzen, ob wir da eine Lösung finden. Ein erstes Vier-Augen-Gespräch zwischen Ministerpräsident Horst Seehofer und Oberbürgermeister Stefan Bosse fand schon bei diesem Besuch statt. Als Rathauschef der Stadt Kaufbeuren hat Bosse große Erwartungen in den Besuch des Ministerpräsidenten gesetzt. Sie wurden erfüllt. Absolut, er hat sich sehr viel Zeit genommen, er hat sich sehr intensiv mit der Situation der Stadt beschäftigt und es ist eine besondere Situation. Wir sind aus historischen Gründen bei unserer Wirtschaftskraft ganz hinten und da brauchen wir wirklich Impulse von außen. Ich glaube, das hat er heute auch wirklich erkannt und uns Unterstützung zugesagt.
Zum Abschluss seines Besuchs durfte sich Horst Seehofer in das Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren eintragen. 7 Jahre sind seit dem letzten Eintrag eines bayerischen Ministerpräsidenten vergangen. Bis zum nächsten Besuch dauert es aber nicht wieder so lange. Im Sommer will Horst Seehofer mit seiner Frau zum Tänzelfest kommen. Faires Gehalt, offene Kommunikation, Verantwortung und Anerkennung. Es gibt viele Dinge, die einen guten Arbeitsplatz auszeichnen. Doch oft empfinden Mitarbeiter das Arbeitsklima anders als ihre Vorgesetzten. Eine professionelle Einschätzung kann da helfen, Unstimmigkeiten zu erkennen und auszuräumen. Bei einer solchen Einschätzung hilft das Institut Great Place to Work und das seit 11 Jahren. Im Allgäu werden so nun zum 2. Mal die besten Arbeitgeber gesucht. Nach der Arbeit noch bei einer Runde Billard im Büro entspannen, in den Pausen in den Ruheraum gehen und den Akku wieder aufladen. Mit diesem Konzept ist die Firma UWT aus Betzigau eines von 10 Unternehmen geworden, die sich im letzten Jahr den Titel des besten Arbeitgebers im Allgäu sichern konnten. Auch in diesem Jahr können die Unternehmer aus der Region wieder testen, wie gut das Arbeitsklima bei ihnen ist. Durchgeführt werden diese Untersuchungen von dem Institut Great Place to Work. Bei der Auftaktveranstaltung in Kempten wurde das Prinzip dahinter noch einmal erläutert. Unternehmen melden sich zunächst bei uns in der Kundenberatung an. Man bespricht die Einzelheiten der Durchführung und ein teilnehmendes Unternehmen durchläuft dann einen 2-stufigen Prozess. Zum einen wird eine Mitarbeiterbefragung gemacht, die sehr kostengünstig und hochstandardisiert und sehr einfach durchgeführt werden kann. Und zum anderen wird ein sogenanntes Kulturaudit beim Unternehmen eingereicht. Das wird seitens des Unternehmens bearbeitet und dann zusammen mit Dokumentationsmaterialien wieder zu uns geschickt. Die Bewertung wird im Auftrag der Allgäu GmbH durchgeführt. Das Ziel? Durch diese Tests soll das Allgäu nicht nur als Touristenregion, sondern auch als beliebter Wirtschaftsstandort bekannt werden. Im letzten Jahr nahmen 23 Unternehmen an der Aktion teil. Egal ob Handwerker oder Banker, regional oder international, groß oder klein. Mitmachen kann jeder Betrieb, der mindestens 10 Mitarbeiter hat. Und die Arbeitgeber haben laut Klaus Fischer von der Allgäu GmbH gleich 2 Vorteile davon. Einmal den Nutzen intern, denn es geht ja um eine Mitarbeiterbefragung schwerpunktmäßig. Also der Unternehmer erfährt, was die Mitarbeiter denken, wie sie ihren Arbeitsplatz, wie sie ihren Arbeitgeber einschätzen und kann dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und das Zweite ist nach außen. Andere erfahren, was für ein guter Arbeitgeber er ist, dass es den Mitarbeitern, die schon da sind, besonders gut in dem Unternehmen gefällt und damit kann man Werbung um begehrte Fachkräfte machen. Die Allgäuer Unternehmen hätten im letzten Jahr sehr gut abgeschnitten. Das Grundniveau sei in der Region ohnehin sehr hoch, bestätigt Schmidtner. Die besten Arbeitgeber 2013 haben automatisch auch an einem bundesweiten Vergleich teilgenommen. Diese Ergebnisse werden im März veröffentlicht. Wir hatten ja die Publikation im August 2013 und sehr viele Unternehmen, die da sich erfolgreich platzieren konnten, sind jetzt auch Teil des Ausscheidungsverfahrens für Deutschlands beste Arbeitgeber. Und diese Liste wird im März publiziert. Ich darf da noch nicht zu viel verraten. Ich möchte aber jetzt schon mal verraten, dass sich Allgäuer Unternehmen sehr erfolgreich auf dem nationalen Spitzenniveau platzieren konnten. Doch was macht einen Great Place to Work, also einen guten Arbeitsplatz, eigentlich aus? Laut Schmidtner gibt es 3 zentrale Punkte, die Arbeitnehmern wichtig sind. Zum einen das Vertrauen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, zum anderen die Identifikation mit dem Unternehmen und drittens der Teamgeist. Bei welchen Allgäuer Firmen diese 3 Dinge besonders ausgeprägt sind, das wird sich am Ende der Untersuchungen im Sommer zeigen. Bis dahin gilt für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber: Füße hochlegen, bitte nur in den Pausen. Ein 13-jähriger Junge aus Sonthofen ist am Donnerstagnachmittag als einziger einer Verkäuferin zur Hilfe gekommen, die von 2 Dieben zu Boden gestoßen wurde. Die Frau hatte 2 Ladendiebe verfolgt und einen der Männer sogar gestellt. Dabei wurde sie dann aber vom 2. Täter zu Boden gestoßen. Als sie daraufhin um Hilfe rief, kam ihr, trotz vieler Passanten, nur der 13-Jährige zu Hilfe. Dieser erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden und nahm dann sogar die Verfolgung der beiden Männer auf. Beide Täter konnten aber fliehen.
Nach Angaben der Polizei waren beide Männer zwischen 20 und 25 Jahre alt und zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß. Einer der Täter trug kurze, dunkelblonde Haare, einen 3-Tage-Bart, Blue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine auffällig große blaue Jacke. Der zweite Täter war mit Jogginghose und schwarzer Lederjacke bekleidet. Der 13-jährige Helfer darf sich für sein couragiertes, unvorbildliches Verhalten jetzt die Polizeiinspektion in Sonthofen anschauen und sich schon mal mit seinen zukünftigen Kollegen unterhalten. Er will später nämlich mal Polizist werden. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit den Meldungen aus der Region. Bleiben Sie dran. Aquaria. Eine Wohltat für die Sinne. Baden, Saunieren, Wellness. Eintauchen in die fantastische Badelandschaft. Entspannen in der Sauna. Relaxen bei einer Massage oder im Solebecken. Erlebnis Aquaria in Oberstaufen. Das Paradies für zwischendurch. Jetzt einschalten. Das neue RSA Radio. Schon gehört? Neu im Radio. Der beste Musikmix aus 4 Jahrzehnten. Das neue RSA Radio. Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 700 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen vom 7. Februar 2014. Auf der B12 ist heute Nachmittag ein LKW in ein Stauende gefahren. 3 Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Der Laster schleuderte nach dem Aufprall auf Höhe der Anschlussstelle Markt Oberdorf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, ebenso warum der LKW-Fahrer in das Stauende fuhr. Die Straße war an der Unfallstelle voll gesperrt, es bildeten sich Staus. Mit gleich 7 Flüchtlingen ist jetzt ein Schleuser in der Nähe von Füssen aufgegriffen worden. 2 Menschen waren sogar im Kofferraum des Geländewagens untergebracht. Für die Behörden waren alle Beteiligten keine Unbekannten. Die Flüchtlinge waren bereits in Griechenland kontrolliert und dann aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Die 5 Jugendlichen und 2 Erwachsenen wurden auf verschiedene Unterbringungseinrichtungen verteilt. Der 33-jährige Schleuser wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er war erst vor etwa 2 Monaten wegen Schleusung aus dem Gefängnis entlassen worden. Das Thema Windkraft sorgt in Markt Oberdorf weiter für Ärger. Ein Unternehmen, das dort Windräder errichten wollte, klagt gegen die von der Stadt vorgesehenen Vorranggebiete. In den Planungen waren auch einige Gebiete verworfen worden. Dagegen klagt die Firma jetzt. Wo genau Windräder in Markt Oberdorf errichtet werden können, das können sich Interessierte ab Montag 4 Wochen lang anschauen und, wenn sie wollen, Einwände erheben. Kaufbeuren wird nicht gegen Krähen vorgehen. Das hat Baureferent Helge Karl jetzt im Verwaltungsausschuss der Stadt bekannt gegeben. Die geschützten Tiere dürften nur mit einer Ausnahmegenehmigung der oberen Naturschutzbehörde vertrieben werden. Andere Städte hätten mit diesen sogenannten Verbrämungen eher schlechte Erfahrungen gemacht. Oft würden sich die Tiere nach der Vertreibung in noch größerer Zahl ansiedeln. Kaufbeuren hat seit Jahren Probleme mit größeren Krähenkolonien. Wer ins Krankenhaus nach Immenstadt will, der muss sich seit heute umgewöhnen. Denn der Haupteingang wurde ins Gesundheitszentrum verlegt. Innen weisen Schilder den Weg.
Der Grund für die Unannehmlichkeiten? Das Krankenhaus bekommt einen Erweiterungsbau. Dafür wird auch der Eingangsbereich neu gestaltet. Die neue Regelung gilt bis 2016. Die Therme Bad Wörishofen bekommt mehr Parkplätze. Das hat der Gemeinderat jetzt entschieden. Vor allem am Wochenende war es immer wieder zu Engpässen gekommen. Häufig wurden die Straßen im Umfeld zugeparkt. Jetzt sollen 300 neue Stellplätze entstehen. Die Kapelle des ehemaligen Kempner Krankenhauses in der Memminger Straße sorgt auch nach ihrem Abriss für Streit. Bei den Abbrucharbeiten wurde offenbar der Altar komplett zerstört, samt einer darin befindlichen Reliquie. Von der wusste die Baufirma eigenen Angaben zufolge nichts. Auch bei der Diözese war sie unbekannt. Andere wertvolle Gegenstände aus der Kapelle, etwa das Kreuz und 11 bunte Glasfenster, seien aber gerettet worden, heißt es. Wie berichtet, hatte es schon im Vorfeld des Klinikabrisses Unstimmigkeiten zur Klinikkapelle gegeben. Eine Initiative hatte ihren Erhalt gefordert, vergeblich. Die geretteten Teile sollen aber zum Teil auch in den auf dem Gelände geplanten Neubauten eingebaut werden. Die Unternehmen in der Region sind mit der aktuellen Wirtschaftslage zufrieden. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer hervor. Demzufolge erwarten die meisten Firmen in den nächsten Wochen gut gefüllte Auftragsbücher. Auch die Zahl der Unternehmen, die demnächst investieren wollen, stieg deutlich an. Im russischen Sotschi werden gerade die Olympischen Winterspiele offiziell eröffnet. Mit dabei sind auch zahlreiche Allgäuer Athleten. Sie sind gut im olympischen Dorf angekommen. Es fehle ihnen an nichts, wie Langläuferin Hanna Kolb aus Buchenberg verraten hat. So rundum stimmt wirklich alles. Wir haben eine sehr kurze Entfernung zu unseren Strecken. Oben kommen da zu Fuß oder mit dem Skido, mit dem Shuttle hin. Und die sind auch super präpariert und da oben klappt auch alles. Außer, dass unsere Techniker ohne Essen da oben sitzen müssen. Aber bei uns Athleten ist wirklich alles super. Wir müssen das jetzt hier genießen, dass wir so tolle Möglichkeiten haben und so schöne Häuschen hier hingestellt bekommen haben. Aber was vor allem jetzt hier mit dieser ganzen Anlage hier mitten im Gebirge passiert, ja, ich glaube, da dürfen wir jetzt keine Gedanken dran verschwenden. Auch an der Hochschule in Kempten freut man sich auf Olympia. Schließlich ist mit dem nordischen Kombinierer Johannes Rizek auch ein Studierender aus Kempten in Sotschi dabei. Rizek studiert seit dem Wintersemester 2012 Maschinenbau an der Hochschule. Wir halten Sie in Sachen Olympia selbstverständlich auch weiterhin auf dem Laufenden. Ende der 70er Jahre feierte er mit seiner Band Smokey Riesenerfolge. Chris Norman. Auf seiner aktuellen Tournee macht er auch Halt in Kempten. Ein Interview und viel Musik sehen Sie dieses Wochenende im Big Box Allgäu Backstage Report in unserem Wochenrückblick. Nach über 30 Alben in über 30 Jahren hat er jetzt eine neue Platte. Wir haben mit Chris Norman über sein aktuelles Album und die Tour gesprochen. Und zu gewinnen gibt es auch wieder etwas im Backstage Report. Dieses Wochenende hier bei TV Allgäu Nachrichten. Das war Kompakt am 7. Februar 2014. Bis jetzt scheint es so, als würde der Winter dieses Jahr ausfallen. Der Januar war überdurchschnittlich warm und auch der Februar soll eher ein Frühlings- als ein Wintermonat werden. Die Vegetation steht schon in den Startlöchern. Was das für Auswirkungen auf die Obstbauern am Bodensee hat, wir haben nachgefragt. Im Bergbahn- und Skiarena Steilwes, das Familienskigebiet, aufgewärmt auf die Piste mit der ersten beheizten 6er-Sesselbahn. Den Hintern abfrieren können Sie sich woanders. Anfang Februar in Lindau. Nur ein paar Schneeflecken auf den Bergen erinnern an die kalte Jahreszeit. Am Bodenseeufer ist vom Winter nichts zu spüren. Möwen und Menschen genießen die warmen Sonnenstrahlen. Das weckt beim ein oder anderen schon Frühlingsgefühle, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich haben wir das. Zeit, ja. Wir sind frisch verliebt und warten nur drauf, bis der Sommer wieder kommt. Genau. Na, da bin ich zu alt. Ja, und wie? Ich bin zwar im Anzug. Ja, ich habe schon Frühlingsgefühle bei den Temperaturen hier. Das ist doch klar, oder? Bei dem schönen Wetter. Ich hoffe und wünsche, dass es nicht schon der Klimawandel ist, dem wir jetzt entgegengehen. Ganz unbegründet ist diese Sorge wohl nicht, denn so schön das Wetter für Sonnenanbeter auch sein mag, für die Obstbauern am Bodensee ist es ein echtes Problem.
durch die milden Temperaturen haben wir natürlich das Problem, dass viele Schädlinge, die natürlich auch im Winter am Baum überwintern, so natürlich nicht geschädigt werden und wir natürlich dieses Jahr sicherlich mit mehr Schädlingen rechnen müssen. Nicht nur die Gänseblümchen recken ihre Köpfe. Auch die Apfelknospen schwellen schon angesichts der satten Februarsonne am Bodensee. Nur leider viel zu früh. Ein erneuter Kälteeinbruch hätte jetzt gravierende Folgen. Für Obstbauern wie Andreas Wilhelm sind Zeiten wie diese eine echte Herausforderung. Dennoch bleibt er positiv. Wir hatten letztes Jahr keinen Hagel und somit sind die Knospen auch nicht geschädigt. Und von dem her gehen wir nach wie vor optimistisch in das Jahr rein und sehen. Wir müssen einfach schauen, was die Natur jetzt uns die nächsten Wochen, Monate bringt. Und dann sehen wir da weiter. Also da können wir heute noch gar nichts sagen. Und das ist, als Obstbauer weiß man das. Und wie heißt so ein altes Sprichwort, zum Schluss wird abgerechnet. Bis dahin heißt es also weiter, Apfelbäume schneiden und die Arbeit im Freien genießen. Bei dem schönen Wetter. Ob das allerdings auch so bleibt, das sehen Sie jetzt im Wetterbericht. Der Samstag bleibt freundlich mit milden Temperaturen bis 8 Grad. Trotz einiger Wolkenfelder zeigt sich die Sonne im gesamten Allgäu. Am Sonntag wird es ungemütlich. Im Unterallgäu und am Bodensee fällt teilweise starker Regen, der an den Alpen in Schnee übergeht. Die neue Woche startet freundlicher. Mit 8 Grad am Bodensee bleibt es angenehm mild. Am Dienstag wird es wieder unbeständiger mit Regen und Schneeregen am Alpenrand. Ähnlich trüb geht es auch am Mittwoch weiter. Am Alpenrand schneit es zum Teil kräftiger bei Temperaturen um 4 Grad. Jugendschutz, Partypass, Festsiegel, Hygiene oder das Thema Brandschutz. Wer eine Party oder Veranstaltung plant, muss eine ganze Menge beachten. Einen Leitfaden rund um das Thema Veranstaltung hat deswegen jetzt das Landratsamt Unterallgäu erstellt. Alle, die also mit der Organisation eines solchen Events zu tun haben, sollten sich diese Broschüre einmal näher ansehen. Unter anderem kann der Leitfaden auf der Homepage des Landratsamtes Unterallgäu downgeloadet werden. Vor allem jetzt bei den vielen Faschingsfeiern vielleicht eine ganz gute Sache. So, und wir machen jetzt noch einmal eine Pause und dann geht es hier weiter mit einem einzigartigen Moment der deutschen Skisportgeschichte. Bleiben Sie dran. Kessler, wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Einzigartig in Europa. Das Online-Gymnasium des privaten Abendgymnasiums Nürnberg. Die Weiterbildungsplattform für Menschen mit Handicap. Egal ob seelisch oder körperlich beeinträchtigt, mit unserem virtuellen Klassenzimmer führen wir Sie bis zur allgemeinen Hochschulreife. Informieren Sie sich jetzt. www.abendgymnasien.de. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Servicecentern. Lassen Sie sich verzaubern von der einmalig choreografierten Show des erfolgreichen Tanzphilosophen Moses Pendleton. In einer Verbindung aus hochprofessionellem Tanz, farbgewaltigen Kostümen und überraschenden Projektionen stellt das Tanztheater Momix die Natur mit menschlichen Körpern dar. In seiner Karriere als Weltcup-Abfahrtsläufer blieben ihm die vorderen Plätze meist versagt. Aber bei der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Vail hat ihm eine schwierige Schikane dann doch eine Goldmedaille eingebracht. Vor 25 Jahren gelang Hans-Jörg Tauscher aus Oberstdorf der bislang einzige deutsche Weltcupsieg in dieser Disziplin. Jetzt wurde an dieses sportliche Ereignis erinnert, und zwar dort, wo alles angefangen hat, an der Fellhornbahn. Es war vor 25 Jahren, der 6. Februar 1989. Ein Tag, an dem alles passte. Es passte für Hans-Jörg Tauscher. Damals war er 21 und hatte den Lauf seines Lebens. Er wurde Weltmeister in Vail im US-Bundesstaat Colorado.
25 Jahre später feiern Freunde, Kollegen und Wegbegleiter mit Hans-Jörg Tauscher diesen WM-Sieg. Darunter auch sein Trainer und Förderer Oskar Fischer. Ein Mäzen, der viel finanziert hat, dass wir alle Talkinder hier eine Basisausbildung im alpinen Skisport erhalten haben. Und das sind bloß einmal so Eckdaten dann vom Skiclub. Leute, die immer wieder dich mitgezogen und mitgefördert haben. Also ich bin da daheim und ich bin froh drum. Und was mich besonders stolz macht, ist die Tatsache, dass ich hier an der Fellhornbahn eine Liftkarte auf Lebenszeit besitze. Skifahren ist immer noch seine große Leidenschaft, auch wenn der 46-Jährige hier und da ab und an Blessuren spürt. Von den Brettern kriegt man ihn nicht runter. Auch wenn die aktive Zeit jetzt schon etwas her ist, vergessen hat man ihn nicht. Und das liegt auch an einer bestimmten Schikane. Oh, da wird man immer wieder angesprochen, weil es so ein markanter Tag damals war. Das war ein Rosenmontag, vermutlich alles angetrunken schon. Allerbeste Sendezeit, auch das hat scheinbar so sein müssen und hat absolut gepasst. Mit 7:30 oder 8 abends, bevor man auf den Ball ging und die Umzüge schon hinter sich hatte. Also das weiß jeder und typischerweise konnte sich auch jeder an diese Rattlesnake Alley erinnern, die Klapperschlangenallee. Weil da muss ich persönlich eher wieder klar sagen, womöglich Edelmetall, ja Bronze vielleicht, aber ohne diesen von Bernhard Russi konzipierten Streckenteil hätte es nicht so gut gereicht. Tatsächlich war Tauscher der Einzige, der die Klapperschlangengasse in Ideallinie durchfahren konnte. Er ist ein Analytiker. Hirn aus und Berg runter, das war noch nie sein Ding. Tauscher ist auch lange nach seiner aktiven Karriere auf dem Laufenden. Den deutschen Olympiateilnehmern in Sotschi traut er einiges zu. Es kann sehr viel passieren. Es kann Mannschaft, deutsche Alpinmannschaft, von der her gesehen, kann es sein, dass wir 3 Medaillen plus machen. Habe selber schon große Ereignisse erleben dürfen, wo wir 0 Medaillen hatten. Selbst das kann passieren. Ich hoffe, dass die Werdenfelser Trümpfe stechen und dass die 2 Allgäuer Alpintrümpfe mit Christina Geiger und Stefan Lutz ihre Positionen 10 bis zu 3, sage ich jetzt einmal, auf die Reihe kriegen und Hannawald hat es gesagt, einmal ihr Ding machen können. Seinen Sieg vor 25 Jahren schätzt er selber als überraschend ein. Ein Zufallsweltmeister, wie er oft genannt wurde, ist er nicht. Ich war damals kurvenfahrerisch, kurventechnisch so stark und es hat so geschehen sollen, es hat so geschehen müssen. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen und ja, schon irgendwo stolz oder froh, Weltmeister zu sein. Aber ich renne nicht damit rum, sondern bin ein ganz normaler Oberstdorfer. So sehe ich mich. Er ist am Boden geblieben. Ein Sunnyboy für die Medien wollte ich nie werden, hat er mal gesagt. Ist er auch nicht. Er ist einfach ein guter Typ. So, und zum Ende unserer Sendung darf ich Ihnen noch einmal ein Winterbild zeigen, das uns eine Zuschauerin zugeschickt hat. Diesmal stammt das Bild von Roswitha Seelos aus Görisried. Sie hat ein Foto von dem 3,5 Monate alten Rüden Flocke beim Tollen im Schnee gemacht. Flocke wurde in Spanien ausgesetzt und landete dann übergangsweise in der Obhut von Frau Seelos. Mittlerweile ist Flocke weitergezogen. Von seiner Pflegestelle hier im Allgäu ging es für ihn dann nach Dresden, wo er ein schönes Zuhause gefunden hat. Vielen Dank für das Foto, Frau Seelos. Sie bekommen als Dankeschön 2 Skipässe für das Skigebiet Lech Zürs am Arlberg. Viel Spaß damit. Ja, und das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, für Gott und auf Wiedersehen.